Oh, es geht hier. Cool. Was ist denn hier hinten für eine Action, sag mal? Was ist das hier? Was bin ich sehend gerade? Einmal neuer Band von Monstermädchen oder was? Oh Gott. Das sieht sehr falsch aus. Sieht sehr falsch aus. So, ich geh mal woanders hingucken. Ich glaube, hier ist es harmloser. So. Shenlong oder ein Kurzschlong? Hört auf jetzt! Hört auf jetzt! Darüber habe ich nie nachgedacht. Warum? Warum? Ja, nun, was soll ich sagen? So, okay. Lass mal ganz mit dem Ei nach Hause fahren. Haben wir einen Slot frei zu Hause. Ich würde das Ei wahnsinnig gerne ausbrüten. Und ich lasse die Mucke gerade mal an. Irgendwie. Bisschen laut vielleicht. Wir brauchen drüben eine Brutstation, ne? Nicht hier. Die Shenlongs of Skyrim. So. Wir brauchen drüben eine Brutstation. Schnappe die Bube die Bar. Lülülülü. Lülülülü. Ich würde gerne drüben was bauen. Aber dafür brauchen wir eine Menge Holz, glaube ich. Manchmal beendet er es nicht bei mir. Habt ihr auch das Problem, dass er manchmal den Gleiter einfach nicht loslässt? Auch wenn ihr ein paar Mal drückt? Ich habe das öfter. So. Alles klar, liegt. Okay. Dann liegt es nicht an mir. Okay. Das macht es manchmal nicht einfach. Wo ist denn Andi? Der tut einfach so, weißt du? Der tut einfach so. Wir sind gleich wieder durch mit der Nummer. Zigarette danach. Okay, warte. Ich wollte nämlich eigentlich, ich hatte überlegt, ob ich hier irgendwie eine Treppe hochbauen kann. Ich will nur nicht, dass es hässlich aussieht. Die dann zu dem da führt. Und da wollte ich die Eier nämlich machen. Ich wollte hier die Eierbrut machen, hier oben. Und vielleicht auch eine Base für uns. Ich weiß noch nicht genau. Aber dazu müsste ich irgendwie hochbauen. Und ich weiß auch nicht, ob er über diesen Dingern hier baut. Doch, das müsste eigentlich gehen. Das müsste gehen. Das geht nur nicht über dem Stall. Ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll. Wo fange ich denn an? Hier ist außerhalb der Base. Aber es kann uns egal sein, glaube ich. Na, jetzt. Ich will F drücken zum Absteigen, aber dann will er. Okay. Okay, bis wir das gemacht haben. Bin gleich wieder da. Wie viel haben wir noch? Platz? Geht so. Das wegen dem Riesenei. Wegen des Rieseneies. Habt ihr sehr gut gemacht. Bin sehr stolz auf euch. Bin gleich wieder da. Ich düse kurz nach Süden und wieder zurück. So. Wie hast du in der Freiluftbase die Treppen vom Fundament auf den Boden gebaut? Ich habe Fundamente gebaut und dann habe ich Treppen dran gebaut. Mehr war da nicht. Das, so, warte. Müsste gehen. Okay, ich baue das jetzt hier hin. Wir bauen das gemeinsam. Geht schnell. Und dann baue ich es ab und wir können es drüben aufbauen. Da muss ich Materialien nicht sammeln.
Geht ein bisschen schneller. Normalerweise kein Problem, aber ich habe keinen Bock jetzt rumzurödeln. Ist der Andi noch da? Oder drückt er sich wieder? Okay, na gut. Da ist er. So, ich mache erstmal einen Brutkasten hier hin oder vielleicht zwei. Wir gucken mal. Danke für die Hilfe, Leute. Wer ist denn hier? Wer geht denn durch die Kamera? Sag mal. Ach so. Danke, Leute. Die haben schon das nächste Ei draußen. Ich reise noch mal kurz. Wir bauen noch eine Brutkammer. Etwas kalt. Okay, hier brauchen wir ein Lagerfeuer. Das sollte aber gehen, oder? Das müsste eigentlich Wärme spenden, wenn wir das hier hinbauen. Ich hoffe, das geht. Lagerfeuer hilft nicht dagegen. Kein Lagerfeuer. Fackel geht wahrscheinlich auch nicht. Straßenlaterne, auch keine gute Idee. Aber ist immer noch etwas kühl. Okay, war eben 0, jetzt ist 50. Wir brauchen trotzdem eine Tonne, glaube ich, ne? Die brauchen wir, glaube ich. Ich komme gleich mit der Tonne zurück. Warte. So. So. Wir machen jetzt zwei Dinge. Einmal eine Feuerheizung. Geht das? Reicht das schon? Oh, reicht. Cool. Dann machen wir noch ein Ei. Huch. Und rüber. Okay. Wunderbar. Hier. Bam, badam, bam, bam, badam, bap. Ich dachte, er rennt durchs Feuer. Okay. Ich mache zuerst eine Feuerheizung. Mache ich mal hier hin. So. Bruttempo 0%. Okay, verstehe. Etwas kalt. Und jetzt? Benötigt Feuererzeugung? Dein fucking Ernst? Da brennt's doch drin! Ja, mach mal gerade. Kann ich auch zwei Lagerfeuer bauen? Stackt das? Nee, ne? Stackt nicht wahrscheinlich. Das ist ja mega kacke. Da kann ich aber ein Lagerfeuer bauen. Hä? Das ist ja mega sinnlos. Ja, ich muss ganz kurz, Sekunde. Das Bronzefeuer hier funktioniert überhaupt nicht. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, es sind die Kandidaten jetzt auch gut. Habt ihr was Feines gemacht heute? Ich mache trotzdem ein Lagerfeuer hin, da muss dann kein Pell dran stehen. Ich glaube, ist okay, ne? Klar, Musik war funny, jetzt Badewanne einweihen. Warte, machst du den Stream aus? Wir sind auf Twitch, hä? Du musst in die Kunstkategorie wechseln dann. Hast du nichts gelernt, Mädchen? So. Oh, wow. Ja, ich wollte auch schon. Oh, boy. So, warte, ich mach hier nochmal einen, warte. Oh, Junge, Junge. So, nehm mich nicht ernst, ja? Nehm mich nicht ernst. So. Ungenutzt. Die haben schon wieder ein Ei gelegt. Ich komme gar nicht hinterher, die legen so viele Eier. Sindika, ich habe deinen Chat gesehen, ne? Ich habe deinen Chat gesehen. Was du gerade schreibst, ist so unwahr. Das ist aber fern jeder Realität. So. Oh, boy. Psst, ja, ich hab bei dir neulich gelurkt. Ich habe den Chat gelesen, das hat mir aber so leid getan. Junge, Junge, Junge. Es tut mir echt leid. Hm.
ich komme mal vorbei und leg mal mit so einem, hier diese Shirts, ja, was so bauchfrei sind, ja, da lege ich mal bei dir auf. Die Kommentare hören instant auf. Ist einfach von jetzt auf gleich, zipp, aber weg. Einfach vorbei. So, und dann zeige ich noch Füße und dann hören die Kommentare nämlich auch auf. Ich brauche nur so einen Crop-Top brauche ich dafür. Da würde ich bezahlen. Weiß ich nicht genau. Oh, weiß ich nicht. Puh. Ah, so, warte mal. Was wollt ihr machen? Ach genau, ich wollte noch ganz kurz eben einen Brutkasten bauen. Oh, warte. Der Chat würde zahlen, dass das Stream aufhört. Das Crop-Top ist dann mal ganz glatt gezogen. Ja, ja, na klar, da ist sogar schon ein halber Riss einfach drin. Was erwartest du denn? Wegen der Muskeln. Ja? So, wo ist denn... Warte mal, ich muss ganz kurz eben... Wie schnell die... Okay. Okay, wir kommen nicht hinterher mit den Brutstationen, ne? Reicht das bis hier? Ich habe das Gefühl, wir kommen nicht hinterher mit den Brutstationen. Wir müssen, eine Kiste bauen für zerfurchte Rieseneier. Ich glaube, zerfurchte Rieseneier gibt es bei Sintiq am Stream nicht. So. Hä? Warte mal. Die... Was machen die hier? Ist der bewusstlos zusammengebrochen? Ich meine, die haben drei sehr lange Runden ausgehalten. Oh Gott. Oh ja, oh Gott. Ich sehe meinen PN schon genug Eier. Das, oh Gott. Ja, es tut mir so leid. Uff. So. Aber hier geht's nicht mehr weiter, ne? Guck mal, die schlafen auch getrennt. Wie viel Platz zwischen den beiden ist. Scully ist hier einfach irgendwo im Strohhaufen mit seinem brennenden Hut. Ich glaube, der will nicht mehr. So. Okay, 5 haben wir noch. Reicht das hier? Nee. Hä, die haben jetzt alle Bruttempo 0? Hä, warum? Ach, wegen Nacht, weil es Nacht ist. Ah, Kacke. Okay, warte. Ich schau mal ganz kurz eben bei den Technologien. Warte. Elektrokühler kriegen wir und dann irgendwann kam noch was Neues, ne? Der Hochofen. Der Hochofen. Nee, das war der falsche. Das ist für Paluminiumbarren. Kommt da nichts mehr zum Heizen? Ach, wir haben schon Elektroheizung. Haben wir schon. Elektroheizung. Wir brauchen einen Elektroperl hier, ne? Wir brauchen einen Elektroperl. Ah, doof. Okay. Wir brauchen Elektroperl. Das kriegen wir so schnell aber nicht hin, wie die Eier hier brüten. Und wir müssten dann wahrscheinlich... Da oben sollte das nicht sein. Wir bräuchten das hier unten bei der Base. Wir müssten die drei Dinger nach oben räumen. Warte kurz. Richtige Abschleppmucke heute. Ist da oben ja da was? Okay, warte. Reicht das hier? Heute ist aber... Jetzt ist aber richtig Anpürschmucke hier gerade. Was ist das? Ach, ein Hukrates. Was macht der da? Will ich das wissen? Will ich wissen, was der macht? Ein bisschen...
ein bisschen Selbstliebe offenbar. Ist aber okay, ist okay. Ja. Okay, ich störe mal nicht. Wir brauchen Holz. Ich hol mal eben Holz. Wrong. So wrong. Wrong. Fehlt da noch irgendwie? Weißt du schon, wie du das schnellste Flugpaar bekommst? Nein, und ich will es auch nicht wissen. Halt die Klappe. Lass mich Dinge selber rausfinden. So. Ich wollte Holz holen. So. Weißt du was? Ich meine, wir können doch jetzt theoretisch... Das Ding habe ich nicht mit, ne? Ist egal. Ich geh jetzt rüber, Leute. Ich habe die Knarre nicht mit, ist aber egal. Wir schaffen das. Los, lauf! Lauf! Wir lassen uns viel Zeit. Was? Du siehst so schmutzig aus? Was? Was singt der da? Was singt der Mann da? Girl, you look so dirty. Ist das ein Hinweis, dass sie mal sich waschen soll, oder? So, warte. Wir müssen noch diese Perlöle holen, ne? Wir müssen noch Perlöl holen, ganz viel auch, grinden. So. Das ist ein Eulenlied. So. Okay, Holz haben wir. Pass auf. Selbst die Musik passt hier irgendwie. Weiß nicht genau. Wusstet ihr schon, dass ihr mit Alter 4 von überall schnell reisen könnt? Mega Trick. Mach mal Fenster aufkippt, das wäre ein Megatrick. So. Wer soll auf den alten Schinken noch reinfallen? So, warte. Holzwand. Und dann... Bau. Ist das hier Fundament eigentlich unten? Ja. Steht nicht auf Boden. Ach ja, das war das Problem. Das war das Problem, es steht hier nicht auf dem Boden. Oh, Kacke. Hier wird's gehen. Und Holzdach geht ja natürlich nicht. Warte mal. Okay. Ach, das war die falsche. Ich konnte es gerade nicht sehen, weil er die Minimap nicht geclosed hat. Kann ich hier nicht einfach? Warte mal. Holz. Huiz. Da huiz nehme ich mit. Warte mal. Kann ich hier eine Treppe dran bauen? Und dann hier ein Fundament bauen? Ich habe was vor. Ah, das geht nicht. Shit. Ja, geht leider nicht. Okay, schade. Warte. Das ist ärgerlich, dass man am Fuß einer Treppe kein Fundament bauen kann. Das ist ein bisschen schade. Und was, wenn ich das hier kurz mal... Warte mal, ich teste nur mal weiter. Ich werde es konsequent testen. Boah, der Muck ist ganz geil. Feier ich ein bisschen. Nee, geht nicht. Nicht mit Bauwerk verbunden. Das geht auch nicht, weil das unterm Fundament steht, glaube ich, ne? Scheiße.
Satch. Blöd. Ich müsste ganz unten irgendwo ein Fundament bauen und von da aus nach oben gehen. Und dann könnte ich das Fundament vielleicht zurückbauen und könnte alles mit Dächern machen. Das müsste theoretisch gehen. Ja, wenn wir jetzt hier ein Fundament hinbauen zum Beispiel, was für ein tolles Fundament, Wahnsinnsfundament. Der Song hört sich ein bisschen so an, als wäre gerade bei Songs aus der Bohne irgendwas passiert. Geht das nicht? Okay, ich teste das mal gerade, ja? Achso, ich wollte ein Fundament bauen. Lass mal kurz probieren. Wir testen das mal eben. Let's go. Treppe. Nach oben bitte. Na. Treppe nach... Okay, warte, ich brauch... Nein, ich brauch zwei Fundamente. Jetzt eine Treppe. Geht nicht, weil Boden drunter... Nee, müsste doch gehen. Ich habe das Gefühl, die Holzfundamente machen Probleme. Die Mucke ist ganz geil. Below freezing? Ah, jo. Wo bist du denn? Ich habe ein Like dran gemacht. Für mich, für später. Kann ich mir merken. So. Und jetzt... Jetzt geht's. Okay, warte. Konnte ich da noch Treppe konnte ich bauen? Pell schläft vor Stress ein. Okay, einer hat gerade gebackt. Playlist ist zu Ende, warte mal kurz. Kann ich hier einfach. Yo. Guten Tag. Ich muss ganz kurz mal irgendwas fixen. Du hier. Raus und wieder rein. Und jetzt geh essen. So. Wunderbar. Die haben schon wieder ein Ei geschissen, ne? Und die machen trotzdem weiter. Boah, okay. Warte, gib mir eine Sekunde. Ich mach mal eben den hier. Hier. So. Die scheißen Eiern aus. Okay, weiter geht's. Ich wollte nur kurz... Sag mal. Fliegen sollst du nicht transportieren. Ja, nice. Okay. So, ich teste gerade ein bisschen was. Ich will eben gucken mit dem Baumodus, ob wir auf Fundamente verzichten können. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier ein Dach habe, Holzdach. Oder ob wir vielleicht nur ein Fundament brauchen. Ich weiß nicht, ob wir es wegreißen können. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist im Grunde genommen keine so gute Idee. Das sollte ja gehen. Aber wenn ich das hier wegreiße, stürzt das ein. Wahrscheinlich auch das hier alles, oder? Also wir brauchen immer noch ein Fundament. Jo, okay. Wir brauchen immer ein Fundament, auf dem alles steht. Aber ist okay. Das ist okay. Will ich meine Base da damit verbinden? Weil hier drüben ist ja der Fruchtbaum, ne? Aber hier sind manchmal Perlfreunde. Ja, das Fundament darf nicht kaputt gehen, das stimmt. Da darf keiner dran gehen. Aber da können wir eine Mauer ziehen oder so, keine Ahnung. Ja, okay. War ein schöner Versuch. Aber naja. Das war falsch rum. Das war richtig rum. Achso.
So, dann können wir halt nicht nach da bauen, dann geht's halt nicht. Dann müssen wir irgendwie. Da kann ich aber noch weiter hinbauen. Was passiert, wenn ich da baue und dann noch eine Wand? Nein. Okay. Ich war nur neugierig. Das heißt, wir müssten hier im Grunde genommen. Achso, so wie wir es gemacht hatten eigentlich. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen hier so bauen. Ich würde gerne hier irgendwie rausbauen. Ich würde hier so gerne Treppen runterbauen. Ich weiß aber noch nicht wie. Und ich habe Angst, dass eventuell das Gebäude nicht stark genug ist und uns irgendwann alles zusammenbricht. Wenn wir das machen. Also müssen wir vielleicht unten anfangen. Ich weiß aber nicht genau, wie wir hier hochkommen dann. Was? Genau. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Sekunde. Noch einen in die Breite gehen. Wir gehen hier noch in die Breite. Warte, warte. Ist das richtig? Ich glaube nicht. Nee, ist nicht richtig. Was ist mit der Musik gerade? Junge, Junge. Heute Musik zum Wachbleiben. Bum, 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 bum. So. Okay. Dann mache ich hier eine Wand. Einfach so eine Treppe. Wupp. Und dann machen wir einfach hier. Machen wir weiter mit Holzdach, oder? Wupp. Ist das richtig rum? Oh, ich hasse es manchmal. Oh Gott. Manchmal kriege ich Stresspickel hier. So. Wieder falsch rum. Okay, was ist denn hier? So, warte. Gebäude außerhalb. Oh, ich habe nicht genug Material, weil ich draußen bin. Okay. Problem ist, wir können jetzt hier. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir bauen hier nicht richtig. Hä? Keine Stütze vorhanden? Was? Keine Stütze vorhanden? Wie keine Stütze? Hä? Wenn du Stütze willst, geh zum Amt, Junge. Aber. Ach, und da ist aber Stütze, oder was? Wo sind jetzt blaue Dinge eigentlich? Ich sehe es gar nicht. Wieso bin ich eigentlich außerhalb des Lagers? Eigentlich müssten wir hier immer noch im Lager sein. Oder hat das eine gewisse Höhe, das Lager? Kann es sein, dass das Lager jetzt eine bestimmte Höhe hat? Vorher nicht. Weil ich jetzt hier einfach plötzlich außerhalb des Lagers bin. Was eigentlich nicht sein kann. Kacke. Ich kann hier gar kein schönes Haus hinbauen, wie ich wollte. Ah, und wenn das Fundament zu weit hier hinten ist, da hinten, dann kann ich hier nicht mehr bauen. Ich darf nicht zu weit weg vom Fundament. Ah, scheiße. Ja, Fundament kann ich hier nicht, ich kann kein Fundament dran bauen, leider. Oder? Ich probiere mal. Kann ich oben Fundament dran bauen? Unten geht's ja nicht. Das war nicht so schlau. Ich mach hier mal ein bisschen Platz. Warte, warte. Okay, das ist ärgerlich. Scheißendreck. Naja, Fundament geht hier nicht dran. Ich kann einzelnes bauen, aber es klippt nicht an unser
jetziges Haus. Also an Bergen. Das wurde geändert, weil man sich ein bisschen an die Alpha-Decke bauen konnte. Das kann man vielleicht immer noch eventuell. Nee, es klippt nicht zusammen. Das ist sinnlos, was wir gerade machen. Wir können hier keine Base bauen. Also ich kann ein sehr hohes Haus bauen wahrscheinlich. Aber das war es auch schon. Und dann komme ich irgendwann raus aus dem Lager, weil wir hier zu hoch sind. Weil wir echt schon ganz schön weit über dem Lager sind. Scheiße. Also beides scheint nicht zu klappen. Beides scheint nicht zu klappen, egal wie rum wir es drehen. Beides wurde jetzt mit dem Patch eingedämmt, wie es aussieht. Schade. Na gut. So, wie sieht es hier aus? Arbeitet. Etwas kühl, etwas kühl. Okay. Irgendwo anders kann ich auch nicht bauen, ne? Wir haben ja eigentlich alles gut ausgelotet soweit. Ja, wir brauchen halt Fundamente, ne? Ich kann jetzt nicht am Hang bauen oder so. Es wäre irgendwie cool, wenn man hier oben noch irgendwie so ein Häuslein bauen könnte. Was sich hier in der Wand abstützt, aber das geht leider nicht. Ist leider kein Minecraft. Wir brauchen die Fundamente und die müssen auf irgendwas stehen und das geht da nicht. Doof. Und alles andere haben wir hier ausgelotet. Also machen wir die Brutstation offenbar zu Hause, was ein bisschen nervig ist, weil ich glaube, die ganzen Klumpo-Eier, die hier legen, die gehen schon ein bisschen aufs Gewicht, oder? Obwohl geht. Ja, nee, geht leider. Also wir können hier nichts machen, das ist echt doof. Schade. Ich meine, da oben wäre auch ein bisschen weit weg gewesen, gehen wir es zu. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich irgendwo, aber das würde auch zu krass aussehen, zu viel von der Atmosphäre wegnehmen, dass wir uns hier so hochbauen, irgendwo dahin, keine Ahnung, und ist da oben unsere Zucht, aber, und hier drüber will ich nicht, weil das, es sieht alles so naturbelassen aus hier und ich hätte das gerne weiterhin so. Das ist so schön hier, ne, so ein bisschen holzsam. Ne, hier ist auch Ende. Ich könnte es halt hier reinquetschen, aber... Nee, ich möchte gerne so ein bisschen das Naturding lassen, weil wir drüben ja im Gegenzug hier drüben vielleicht, hier eventuell. Ich meine, wir haben hier noch theoretisch, aber das wird auch gequetscht aussehen einfach. Geht ja nur bis hier. Hört sich alles gleich an. Sag mal. Die hören sich alle gleich an. Ja. Okay, es soll nicht sein. Wir sammeln hier einfach Eier ein und bringen die rüber. Oder? Nee, hier ist auch direkt am Limit. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Pal Base vielleicht ein bisschen weiter nach hinten baue. Das Gebäude hier müssen wir dann nach hinten, aber leider... Es wäre alles gequetscht. Das ist doof. Wir brauchen einen Brutraum. Oder Bruträume. Sag mal, wie sieht's hier eigentlich inzwischen aus? Guter Mix? Hä? Scheint doch zu klappen. Okay, warte. Der ballert noch die Torten raus, warte mal. Not bad. Wie viele Torten macht er noch? Ja, dauert ein bisschen. Sag mal, kann ich dich überzeugen mitzukommen? Komm mal mit. Das sieht nicht so realistisch aus. Habe ich den einfach im Genick gepackt oder was? Oder eine Halskrause? So, hier. Mach Salat. Oh. Der guckt den Topf böse an. Und der Topf funktioniert. So. Gut. Die Torten hole ich hier raus.
Nee, ich tue die Torten jetzt nicht hier rein, weil die beiden hören sonst nie auf, ne? Wie viel machen die jetzt noch? Zwei, okay, zwei Eier geht noch. Ich mach mal andere Musik, die ist irgendwie nicht so geil, oder? Die ist irgendwie so, immer mal kurz hier, was ist hier mit? Wir gucken mal, hört sich an wie Siedler. Ingo, was machst du hier? Stöpsi? Ist nicht deine Brut. So. Okay, ja, wir brauchen in der Fabrik brauchen wir was. Wir brauchen in der Fabrik brauchen wir irgendeinen Raum, wo wir züchten. Und ich weiß ja aber noch nicht genau wo. Ich glaube, es ist nicht unser Raum, wo wir entsaften. Ich glaube, der Raum wird's nicht. Ich glaube, ich würde einen anderen Raum irgendwo, ich weiß noch nicht genau wo. Müssen wir oben noch anbauen? Da oben wäre nice. Zwei Eier, aber das ist zu wenig und passt auch nicht. Hier ist natürlich der Aufstieg. Hier sind andere Sachen drin. Alles, wo wir was geplant haben. Theoretisch würde hier gehen, aber es ist nicht genug Platz drin, ne? Da oben drüber oder da was rein? Ich weiß nicht genau. Hier, aber das sieht nicht so geil aus dann, ne? Das passt irgendwie thematisch da nicht so rein. Das wirkt so gezwungen. Warte kurz. Es geht eigentlich nur eine, gibt nur eine Möglichkeit. Hä? Nicht dumm? Sollte hier nicht. Ach so, falscher Gang. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich habe mich gerade wirklich direkt verlaufen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Entweder machen hier ein Dach drüber, was wir aber nicht wollen. Glaube ich, weil irgendwie finde ich es schon ganz geil, dass es so hoch ist. Oder wir machen hier noch was drüber. Dann würde aber kein Tageslicht mehr reinkommen, ne? Wir können hier nichts drüber bauen, ne? Weil da das Steinding ist, also weil da die Treppen... Doch, das geht. Man kann da drüber, übers Dach kann man drüber bauen. Geil. Ist das mit den Fenstern doof, wenn da unten die Fenster sind? Und ich teste das mal gerade. Wir haben ja extra Fenster gemacht, damit die ab und zu mal im Sonnenstrahl stehen können. Zu Mittag. Hey, na? Ist Ihr Kind auch öfter mal nölig und unzufrieden? Dann schicken Sie es doch in unser Ferienparadies Palworld. Mit neuen Freunden am Laufband stehen und gemeinsam neue Dinge am Fabrikgürtel erstellen. Hier lernt Ihr Kind noch wichtige Dinge wie Munitionsproduktion oder Waffenherstellung. Das ist irgendwie, oder? So richtige Feriencamp-Musik. Geil. So. Warte. Am Lauchband würde auch gehen. So, ich guck mal ganz kurz, was passiert, wenn wir hier zubauen einfach. Wir hätten hier noch ein Stockwerk, da machen wir halt nichts drin. Was ja nicht so wild wäre. Ich schicke die beiden sofort los. Ja, besorgen Sie sich noch heute Infomaterial. Ja. Warte. Mama, Papa, es war so schön. Ich durfte 7 Stunden am Tag Erze machen und dann noch ganz viel Holz abbauen. Ich habe so viel gelernt für mein Leben. Oh. Da hören Sie es, unsere zufriedenen Kunden, die aber auf keinen Fall bezahlt haben für diese Aussage. Denn Werbung ist glaubwürdig. Okay. So.
Auf unserem 2 Quadratmeter Spielplatz können sich ihre Kleinsten auch mal so richtig austoben in der Mittagspause. In den 10 Minuten Mittagspause. So, gut, ich gehe mal kurz von oben gucken. Da ist Licht, das ist schön, aber ich schaue mal kurz von unten, wie das jetzt aussieht, weil wir sehen dann quasi... Also man sieht jetzt keinen Himmel mehr, ist aber nicht so wild, oder? War eigentlich cool, dass man den Himmel dadurch sieht, aber jetzt halt nicht mehr. Oder ich müsste da oben mit Holz bauen. So. Sind wir ehrlich? Der Himmel ist ja auch immer so ein Zeichen von Hoffnung. Hm. Ja, ich habe schon gebaut, ich habe schon versucht, über das Ding hier zu bauen. Ich habe überlegt, ob ich so ein... ich wollte gucken, ob ich so ein Mehretagen-Dingens machen kann. Wo man so ein Hochhaus hat aus den Dingern. Aber hat nicht funktioniert. Über die Dinger kann man wirklich nicht bauen. Ist schade. So. Diese Etage wird ausgespart quasi. Ich würde es halt so machen, ne, wenn man jetzt hier langkommt. Warte, nur mal so testweise. Problem ist aber, dass wir halt ewig laufen müssen, ne? So. Dann würde ich hier eine Treppe hochbauen. Schon wieder? Achso, ich bin dumm. Ich bin leider dumm. Warte, wo ist die? Hä? Da. Dann könnten wir hier eine Treppe hochbauen. Was wrong? Ach so, wusste ich nicht. Die Treppe ist noch nicht geil. Wir gucken gleich mal, wie wir die geiler kriegen. So, warte. The fun times we had, hast du gehört? So, warte. The games that you played. Das ist nass. Das hört sich an wie Musik, wenn ich mich in meinem Kinderzimmer einschließe. So ein bisschen, oder? So. Okay, dann hier. Also ich teste gerade nur ein bisschen rum, ne? Nicht wundern. Das hier wird einfach... Kann auch zu sein, ist egal. Leider kann man da oben nichts, da kann man nichts zubauen, leider darüber. Okay, das geht nicht besser. Ich bin irgendwie nicht so zufrieden damit. Ich weiß, wie es euch geht, aber ich bin nicht so 100% zufrieden damit. Ich meine, wir haben jetzt ein schönes Dach, aber irgendwie... Wobei, wir könnten theoretisch... Rote Beeren brauchen wir dafür. Oh. Ein Holztresen, auch schön. Keine Ahnung. Ich probiere mal Sachen aus. Wir müssen auf dem Weg noch ein bisschen Abwechslung machen, ne? Wir brauchen noch Fackeln oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Damit es nicht so komisch aussieht hier. Das sieht aus wie ein Dungeon inzwischen. Das sieht einfach aus wie ein fucking Dungeon. Und hier wären halt oben die Bruträume. Eigentlich. Ich würde, damit es noch einigermaßen besser aussieht,
würde ich vielleicht eher hier Steinwand rein. Oh, oh. Und hast du keinen Einwand, dann baue ich noch eine Steinwand, nicht? So, warte. Hier, Treppe. So. Dann können wir theoretisch von der anderen Seite auch eine Treppe bauen, wenn das geht. Ah ja, geht nicht, weil wir erstmal ein Dach dann drüber brauchen, ne? Ja, warte. So. Ah, nee, das eben nicht. Warte. So. Nicht wundern, ich probiere gerade rum, ja? Ja, ich bin dumm. Ja. Das war falsch. Ich sehe ein, das war falsch von mir. Mein Name ist Gronkh. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich sehe ein, es war falsch von mir. Ich hätte es früher ahnen müssen. So. Okay. Und jetzt? Das ist nur... Das sieht man später nicht, ne? Das ist nur für innen, für die Optik. Wirst du gleich sehen, warum. Steinwand hin und noch Dach drauf gleich. Okay. Ging mir nur darum, dass wir hier sowas haben. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Ne, so eine Treppe einfach. Sieht ein bisschen zu eng aus eigentlich, aber eigentlich geht's. Finde ich okay. Kann man machen. Jetzt können wir theoretisch... das geht bis dahin. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aber auf der Seite nicht, ne? So, für das ist ja das Level von Tomb Raider. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Kann ich noch einen weiter? Nee, ne? Okay, warte. In meinem Kopf überlege ich gerade, wie ich das am besten mache. Ich habe das Gefühl, wir sollten auch hier zweistöckig machen. Warte. Nicht wundern. Oh, die Sonne geht auf. Nicht wundern, ich teste wieder rum, ne? Das ist die Kanalisation aus der Let's Show Welt. Die Steinstadt, wisst ihr noch? Kennt ihr noch jemand die Steinstadt? Was wir hier noch machen könnten, theoretisch, wäre dann irgendwie hier so, dass man so rauskommt eventuell. Könnte man theoretisch machen, wäre auch ganz schön. Sieht irgendwie ganz nice aus. Und dann aber mit Holz ein bisschen hier reingehen. So. Und dann quasi zweistöckig. Dann hätten wir zweistöckige Bruträume. Was ich gar nicht mal so scheiße finden würde. So. Und dann könnte man theoretisch hier eine Holztreppe dran machen. So rum dran machen. Würde auch wieder mit dem Ding passen. So. Und dann könnte man theoretisch machen, hier unten so, kann man Eier brüten. Ich glaube, also für einen Brutraum ist das schon ganz gut. Ich glaube, der muss auch nicht so riesig sein, oder? Wir haben auf der anderen Seite noch was.
Wer will brüten? Also, ich glaube fast, wir können die beiden da wegmachen. Pass auf, ich zeig dir mal warum. Dann würde ich hier ja noch ein kleines Lager machen. Für Eier. Dann kommen die nicht in unser Hauptlager. So. Wir hätten hier 1, 2, 3, 4. Und dann würde ich quasi hier 2 Platz machen. 2, dann geht hier hoch, dann hier so. Wir brauchen noch einen Boden, glaube ich. So. So, warte, wo? So. Wisst ihr, was ich meine? Dann hätten wir nämlich, also wir hätten sehr viel Platz für Brut. Zwei müsste es reingehen. Also wir müssten noch hier einen runterbauen. So. Damit würden wir den Platz optimal nutzen. Guck mal, da hinten ist die Kurve zu und wir könnten hier noch ein bisschen... Das ist geil. Das ist geil. Was soll ich sagen? Das ist geil. Pluto, das ist geil. So. Ich mache hier mal ein bisschen... Ich mache hier mal zu, ist ja egal. So. Das ist nur zum Brüten hier, ne? Ist nicht zum, ist hier nicht, da ist sonst nicht. Da ist nur zum Brüten. Okay. So, die haben wir. Und dann wäre denn hier, wo? Wo? Ach nee, der wäre, der ist falsch. Ich bin nicht ganz sicher, es könnte vielleicht ein bisschen groß sein. Alles in allem. Eventuell brauchen wir den ganzen Platz gar nicht. Aber lieber zu viel als zu wenig. So. Hopp. So, dann wieder 2 Holztreppen hoch. Nee, erstmal die Holzdach. So. Prima. Das gleiche könnte man dann hier machen. Aber das Problem ist, da mache ich keine Treppe hin. So. Okay. Weil das hier sieht schön symmetrisch aus und ich mache da oben dann einfach, ich mache da Türen hin von den anderen Seiten oder so. Gucken wir mal. Da mache ich in der Mitte keine Treppe. Und das wäre im Grunde genommen dann unser Brutraum. Ich würde ihn hier nochmal zumachen. Wir können theoretisch dann auch nach draußen gehen, da noch irgendwas hinmachen. Wie gesagt, das ist Lager zum Beispiel. So. Und wir könnten dann hier zum Beispiel entweder hier oben oder vielleicht hier hinten. So. Ach ja, warte mal. Da müssen wir noch Dingens. War gerade kurz verwundert, warum da nichts ist. So. Das wird fachmännisch zugebaut. Dann machen wir hier noch, so. Nee, warte. So. Nein, ich bin dumm. Habe ich schon mal erwähnt? So. Und hier kommen Türen rein. Hier hinten. Da müssen wir nicht immer außen rum gehen, ne? Wir haben kurze Wege. Wenn irgendwas ist, können wir einfach direkt durchlaufen. Wo war die Tür? Da. Türgriff rechts. So. Türgriff rechts. So. Cool. Dann können wir auch da oben rumlaufen. Das heißt, wir haben da oben auch Platz. Oder wir können da die Kisten reinmachen. Auf der anderen Seite genauso. Fenster dürfen wir auf keinen Fall reinmachen, damit die Wärme nicht rausgeht. So. So. Geh doch. Jetzt fehlt eine Decke. Jetzt müssen wir nur gucken mit dem Lager. Die beiden könnten vielleicht raus. Wir schauen mal, wie wir das machen. Dann haben wir ein bisschen Holzoptik mit drin. Wie kannst du was bauen? Mich blockiert der blaue Kreis am Boden. Das ist ganz einfach. Ich bin innerhalb des blauen Kreises. Warte. Mal hier.
Der blaue Kreis ist da. Es geht genau um die Ecke. Da habe ich noch ein bisschen weiter nach außen gebaut. Und da ist der blaue Kreis. Wir sind ja so ziemlich... Wir sind schon ziemlich hart am Limit mit dem blauen Kreis hier. Aber es geht alles noch. So, jetzt brauchen wir nur noch... Eine Sache stört mich, glaube ich. Der lange Weg. Ich überlege, ob ich... Kann ich eine Art Essenslift bauen? Wo wir vielleicht kurz den hier machen? Und dann so nach oben kommen? So ein Fahrstuhlschacht im Grunde genommen? Für Pelz? Ich weiß nicht, wo ich den unterkriegen soll, aber... Ich habe gesehen, wir haben auf der Rückseite noch ein bisschen Platz, aber da geht's nicht nach unten, ne? Treppenhaus muss ich manuell laufen. Nee, ich würde gerne nach oben fliegen einfach. Hier zum Beispiel. Wenn ich einfach sage, okay, ich gehe hier hin, fliege dann einfach hier nach oben. Ich glaube, das wäre gut. Da ist die Lampe natürlich, aber gut, die brauchen kein Licht zum Arbeiten. Schauen wir mal. Ah, die kommt man sich wieder da hinten. Okay, aber alles in allem, da oben dürfen dann keine Pelz rumlaufen. Wir dürfen dann keine Arbeiterpelz hinmachen, weil ich glaube, das Pathfinding hier ist abenteuerlich. Ist schon ein bisschen. Ich müsste ja auch Türen reinbauen eigentlich, ne? Ich würde am liebsten Doppeltüren reinbauen, aber naja. Ich mache so und dann mache ich so. Oh, Tag, die Herren. Wie geht's? Alles atemfrisch. Und dann würde ich hier, glaube ich... Nee, nicht Steindach. Steindach geht nicht. Aber ich würde die Wände doppelt hochbauen. So. Das passt irgendwie zum Gesamtbild. Ah, hier bin ich außerhalb des Lagers. Ah, ja, 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 ja. Hier ist, da kommen wir da nicht mehr hin. Ja, hier habe ich geschummelt, hier habe ich außerhalb des Lagers ein bisschen gebaut. Die Ecke geht außerhalb des Lagers, deswegen stehen die da auch kaum. Und dann habe ich mal keine Steine. Ich könnte aber... Oh, warte. Warte. Das müsste gehen. Hopp, so. Dann sieht man da hinten das Zeug nicht so. So, hoffe ich. Sieht man das jetzt? Ah, ein bisschen. Ich muss gerade so an das alle den Game denken. Ich weiß gar nicht, warum. So. Hier fehlt noch eine Decke. So. Was ist denn mit der Musik? Bad Business in the Bazaar heißt das. Ich weiß noch, als wir nicht genug Steine hatten. Gute Zeiten. Wisst ihr noch? Zum Glück haben wir ja dieses motivierende Feriencamp da unten, sodass wir jetzt immer genug Steine übrig haben. So. Und ich weiß noch die Zeiten, als man unsere Base nicht aus der Entfernung gesehen hat. Ja, nun. Ich glaube, das hat sich jetzt auch erledigt. Ich würde gerne die Decke hier auch noch irgendwie anders machen. Dass wir bei der Decke noch irgendwas Schönes haben. So. Ja gut, das hier sieht ein bisschen stümperhaft aus, aber das sieht man nicht. Bloß nicht reinfallen. So. Okay, ja, kann man machen, aber ich glaube, ich mache hier auch so eine Art Scheunendach rein. Wie unten. Ich glaube, das wäre ganz gut hier.